Hey Leute, ich begrüße euch wieder zu Xenoblade Chronicles. So wie im letzten Part angekündigt, werden wir jetzt die Harmonie-Quest von Nagi machen. Und ich habe hier erstmal, warte, Gerüchte. Als Christi hat sie so irgendwie oder irgendwas gesucht oder gefunden, sie fasste und blablabla aufgenommen. Richtig, die Hälfte. Okay, nix in irgendeinem wichtigen Gebiet. Gut, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal die Quest von Nagi. Pflichtmitglieder Elmer, Lin, Nagi, benötigt das Level 41. Oh, also Level 41 ist dann schon ein bisschen was härter, ne? Im letzten Part haben wir die Quest von Hobby gemacht. Hey, Elmer, I've been looking for you. Here to foist another problematic assignment on my teammates? Nagi, the hell you doing here? Isn't it obvious? Elmer has taken me under her wing. It's helping me hone my skills as a blade. Hone your skills as a blade? He's aiding us on the side as his schedule allows. Think of it as a form of stress relief. Exactly. I only ask to be treated the same as any rank and file blade. Well, I guess if Elma's okay with it. Speaking of which, didn't you say you were looking for Elma? All right. The emergency. Those damn ganglion captured Orton's squad. Captured? Are you sure it's not just a communication problem? We're sure. They were escorting some mediators who just got back. They saw Orton and his men taken prisoner with their own eyes. This sounds serious. Frag, ob die Mediatoren noch mehr Informationen haben. Ort erfragen konnte dich wohl in mehr Infos? I'm as curious as you are, but they're still being treated. Let them rest. We'll get whatever data we need from their comm devices. The direction the ganglion came from may give us a clue as to where they're based. Good idea. I'll have someone take a look. In the meantime, we should hurry. Elma is right. Ganglion might want to cook and eat mediator friends just like they tried with poor Tatsu. Easy now. Let's not let our imagination... On the contrary, there are a lot of things we don't know about the ganglion. We can't rule out anything at this point, including what or who they might eat. Oh, barf! Elma? Ma'am? I suggest we head out immediately. No, wait just one damn minute. We need our Secretary of Defense here. It'll be easier to command from the field. Besides, I am part of Elma's team for the time being. Yeah, you said that, but... Commander, he's not going to change his mind, and we don't have time to argue. Here you have it. Fine. Get to it. Ja. Ja, so ist das. Der Verteidigungsminister, ja, der hat da keine Lust zu. Drauf zu hören. Und ich habe da zwei Quests nebeneinander. Also das müsste die von, ich glaube, Hope sein, oder? Das ist die von Hope. Und da vorne ist noch eine. Das ist eine neue. Oder? Die habe ich noch nicht auf meiner Karte. Die hätte ich nie gesehen. Gucken wir mal eben, was das für eine Harmonie-Mission ist. Das ist von... Von? Boos! Boos! Oh, Boos! Genau! Mensch, ich habe total vergessen, das ist Sensei. Der hat auch noch eine mit zwei. Okay, gut zu wissen. Aber den habe ich doch noch gar... Der hat schon nie mein Team. Außer bei dieser einen Mission. Muss ich auch irgendwann mal in Angriff nehmen. So, und... Okay, wir sind direkt da. The blades are being held. All right. I'll create a diversion. The rest of you use the time to get in there and find the others. Negative. There's a chance they're being held elsewhere. We don't want to cause a scene here. Understood. What's going on? This isn't like you. Mm. You seem anxious, overeager. You still fixated on the carrier team that died protecting you? Overeager? Am I really acting that way? I see. I hadn't noticed, but if you say so, I'm sure there must be something to it. My apologies. I await your orders. Stealth takes priority. We can't afford to be seen here. If we're discovered, it only puts the captured blades in greater danger. Understood.
Ja. Sprich mit den Überlebenden in der Festung ins Leben. Okay, wir sollen den Gefangenen. Die sind aber extrem weit weg. Genauso mein Scale. Der ist auch richtig weit weg. Okay, mal gucken. Wir müssen. Hä? Wo stehe ich denn jetzt auf einmal? Ganz ehrlich, ich stehe irgendwie am Arsch der Welt. Oh, da hinten ist mein Skell. Der auch irgendwie am Arsch der Welt steht. Aber okay. Also wir fliehen jetzt erstmal mit dem Skell hin und gucken, dass wir die irgendwie von der Seite flankieren können. Um dann halt. Ja. Ist die Festung? Ja, scheint so. Okay, sind hier Gegner. Wir sind hier voll sneaky. Wir sollen hier voll sneaky lang gehen. Und ich fass mal so einen Typen um. War ernsthaft, das war so nicht geplant. Ich würde eigentlich das Teil da oben haben. Das lief jetzt echt ein bisschen nicht so wie gedacht. Aber sehr lustig. So. Leute, Nugget, ach Nugget, kein Skill, hat schon kein Skill ausgerüstet. Okay, naja, egal. Ich will mit meinen drei Top-Einheiten und drei Skills sollten wir dennoch nicht durchkommen, ne? So. Lässt du mich in Ruhe oder muss ich dich töten? So, eigentlich ist das ein Mesher, daher sollte das hier jetzt reichen, oder? Yes, gut. Du bist kein Mesher. Also bewass das. Bewass das, was wir haben wollen. Dann sollte der hier aber sehr gut sein für, oder? Wenn wir ihn nicht verfehlen würden. Also freue mich auf jeden Fall auf Level 50 und mein neuen Scale. Ja, kann ich euch aber sagen, ne? So, wir wollen dich jetzt erstmal haben. Und dann gucken wir mal hier vorne. In den Teil da drin, oder? Mission Impossible! So, einfach sneaky von oben drauf gejumpt. What? Was bist du denn? Kommt da einfach so ein Typ angesprungen, ey. Fokus getötet, okay. Ja, meine Leute sind irgendwie da unten. Kriegen die denn in den 25 Sekunden getötet? Ich weiß es nicht. Also Elmer und Linden sind ja eigentlich stark genug. Wir warten mal. 15 Sekunden noch, Jungs und Mädels. Sie haben es geschafft. Nice. Also nicht so weit weggegangen, dass. Ja, ihr solltet hier, ne? Nämlich alleine wiederbelebt, oder? Okay, bitte. Das Problem ist, wir haben nur noch Lin und mich, okay. Ja, wir sollten doch sneak hier rein, ja? Okay, nee, das ist jetzt vorbei. Ich glaube, ich hätte jemand wiederbelebt. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Jetzt nicht genau darauf achten. Okay. Müssen wir nochmal neu hin. Also ich fand den Plan S super gut, ja. Ganz ehrlich. Aber dann kam da irgendwie ein Gegner von oben, der das alles total versaut hat. Ach, ich frag schon, von wo der kam. Was ist denn jetzt da drin? Ja, guck mal, wenn ich jetzt hier so stehe, ne? Da ist nämlich auch keiner. Aber okay, egal. So. Jetzt schleichen wir uns Sneak von der Seite an. Wir müssen mal da rein, oder? Ja. Geht mal von vorne. Zack. Also mit unseren Ketten. Ja. Die müssen wir so besiegen hier. Da brauchen wir schon ein paar Schritte. Jetzt habe ich den 700 SP.
700 SP ist echt wenig. Oh, jetzt Combo-Angriff. Haben wir, okay. Und wir sind wieder voll SP, sehr gut. Das heißt, wir sollten es jetzt eigentlich schaffen, zu den hier rein. Es sind aber zwei, okay. Gib ihn. Zack, zack, zack. Da erhöhen wir unseren Laserschaden, ne? Und da erhöhen die SP von unseren Mitspielern. Was ich eigentlich ziemlich gut finde. Und dann haben wir unsere SP-Technik raus. Und dann haben wir den. Sehr schön. Okay, okay. Läuft auf jeden Fall besser als vorhin. Und ich glaube, bin ich hier falsch? Nee, oder? Die müssten eigentlich jetzt hier sein. Okay. Der Langlauf habe ich verkackt, aber der hier sitzt genauso wie der hier. Easy peasy. Und hier liegt doch einer. Okay. Huh. Being held here. Grismore and Campbell are dead. The prune beat them senseless. What about Orton? They're holding him. Please, sir, you have to save Orton. We will, I promise. He's done so much for me. Her name's gone silent. Schwöre bei allem, was dir heilig ist, Marlon zu rechnen. Mission fortsetzen. Globe Orton sicher nach Hause zu bringen. Wir sind keine für Rache. Darum Mission fortsetzen. Yes. For Marlon's sake, as much as his. We owe it to them both. Let's move out. Rücken wir ab. Once we have Orton, I'll be back for you. We're all going home. Orton. Ziemlich cool. Begib dich nach Sinnoh zur Festung von Burn und befreien sie den Überlebenden, ja. Den guten Orton, den Randy Orton, ja, befreien wir. Wer kennt ihn? Hoffentlich ein paar. Nur mal so nebenbei. Gut. Weiter geht's in die nächste Festung. Eine Festung, die einfach mal Milliarden Kilometer entfernt ist von der hier. Was niemand versteht, warum der in einer anderen Festung ist, aber okay. Wir hinterfragen das jetzt mal nicht, ne? Wir gehen uns jetzt nur hin. Und da ist, das ist die Festung, okay. Ich weiß nicht. Wir landen nochmal oben drauf, gucken, ob das eine gute Idee ist. Und letztes Mal war es das nicht. Eigentlich bin ich ja Frontalkämpfer effektiver. Aber ich war in einer Starre. So, können wir nochmal wechseln, wenn wir jetzt eben besiegt. Wir erhöhen mal die SP von meinen Mitspielern noch. Bist du von besiegt? Danke. Der hat viel ausgehalten. Rang ab. Aber wir sind hier falsch. Warum sind wir denn hier falsch? Wo bist du denn? Oh, da hinten. Okay. Aber hier gibt es, glaube ich, noch einen Schatz, den wollen wir uns holen. Wir sind immer ein Schatzjäger. So. Also. Oh, okay. Guten Tag, mein Freund. Wir möchten hier mal durch. Und müssen dich dafür besiegen. Die SP einmal erhöhen. Ich weiß nicht mal, wo der Gegner ist. Ich glaube,
Ich habe in die Wand geschossen. Da vorne ist er, okay. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit auf uns gezogen, oder? Es ist so eine leichte Annahme. Oder? Hi. Ach, ich habe das noch ganz voll. Ah, da habe ich jetzt irgendwie. Nein! Was springt der denn runter? Wo will der denn hin? Hä? Du bist mir schon hart auf den Sack, mein Freund. Jetzt hier. Fress meine Protonklinge tot. Ich wollte doch eigentlich nur den Schatz da haben. Ach, Mensch. Es war so klar. Hi. War ja mir eigentlich als Rookie voll rumgeschickt. Den ganz easy besiegen sollen. Ja. Ja, da hören wir es auch. Easy peasy, so. So, dürfen wir jetzt endlich diesen Schatz uns holen? Denn, ich habe vom Stuff erfahren, dass oft in Schätzen auch Datensonden sein können. Also generell Sonden. Aber hier haben wir nur Trainingspunkte, daher. Nee. Nee, okay. Gehen wir weiter. Wir müssen nämlich. Wo? Oh, hi. Ich habe mich überhaupt nicht gesehen. Oh, der hält viel aus. Der hält viel aus, okay. Dann müssen wir nochmal übertacken. So, zack, komm. Ja, okay, nix Angriff. Das könnte ich überlebt, denke ich mir. Dann laden wir nochmal uns komplett auf und dann haben wir ihn auch. Ja, natürlich ist ja noch ein neuer dazu gekommen, ne? Ja, der ist auch besiegt. Ja, wo kommen die denn alle her? Ich habe keine Ahnung, wo die auf einmal alle herkommen, ne? So, wir hören mal die SP von allen. Einfach nur, wenn wir es können. Dun, 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 dun. Bin ich ganz runtergefallen. Komm ich jetzt noch irgendwie hoch? Ohne an 1000 Gegnern vorbeizukommen und zu bekämpfen. Ja, hier vorne kann ich auch, okay. Ach ja, immer diese netten Festungen hier. Müsste ich eigentlich alle mal komplett erobern. Einfach nur aus dem Grund, weil hier so viele Schätze auch rumliegen. So, ich glaube mal, ich muss hier rein, oder? Ah, das Orten. Orten! Die Angst vor ihm? Orton. Colonel and Secretary Nagi. Is that? This will all be over soon. We're here to rescue. Earth aliens, if you want him alive, you'll have to hold that. Was war? What the fuck? Was ging bei denen jetzt ab? Natürlich.
Also ich meine, wir haben auch geile Moves drauf, aber ey, was ging bei denen jetzt gerade ab? Was waren das für Techniken? Die sahen richtig heftig aus. Oh. Jetzt haben wir ja so einen Nebel. Den hatten wir ja schon mal damals in so einem unglaublich coolen Kampf. Was könnte ich denn damit? Da hängt der... Ach lol. Der ist da oben festgepackt. Komm mal runter, mein Freund. So, tauschen wir einmal kurz wieder. Aber noch. Ach, da ist noch einer. Okay. Geschafft. Ja, easy. Aber wir sind wieder in diesem Nebel. Sehr cool. Ja, okay, wir haben sie erledigt. Nice. That's the team Elma I know. Lynn, how is Orton doing? Stable, but we have to hurry. Let's get back. I've got Orton. Elma, you take point and clear a path ahead. Sag, dass du ihn trägst. Helfen bitte an, die Spitze zu übernehmen. All right, I'll take up the rear. We must get him back safely. We owe it to him. Others we lost. All right, let's move out. We don't stop until we hit the maintenance center. Right. Kein Problem, wir können uns einfach zurückporten. Oder? Es wäre jetzt krass, wenn man sich nicht zurückporten könnte. So. Zack. Allen entkommen. Das hätte die Mission, glaube ich, schon ziemlich schwer gemacht. Ich meine, boah, der Weg, ne? Das wäre ein extrem langer Weg. Ich glaube, da wären wir allein nur für den Weg 20 Minuten unterwegs. Und wenn unterwegs überall noch Kämpfe gekommen wären, halbe Stunde. Aber wir konnten uns einfach zurückporten. Wir haben das aber vorne hart geklärt. Ja, jetzt bin ich hier. Könnte ich sie auch irgendwie annehmen? Hallo? Okay, ich musste ein bisschen von der Tür wegtreten. Kein Problem. Aber im Orten! Haben wir Orten gerettet? Oh, sieht gut aus. Thank you, Ron. I still can't believe the secretary himself came for me. What are you talking about? What? But that was... I'm sure I saw... Ah, are you referring to the rescue effort? I just read the report. It seems Elma and her team performed admirably, as always. Apparently, they had some extra assistance this time. But all the more credit to their leader for bringing the right people together. Oh, I see. Are you really okay with leaving it at that? I'd say you just heard your answer direct from the source, yeah. Tatsu surprised how useful Nagi was. Maybe even consider letting Nagi help again. Is that so? Then I await that day with bated breath. Okay. Harmonie-Mission abgeschlossen. So was. Oh, was kriegen wir? Du hast die Langschwertechnik Todesblütentanz erlernt. Okay. Leider spiele ich kein Langschwert mehr. Schwarzes Bild ist nie gut. Okay, gut, haben wir diese Harmonie-Mission geschafft. Ausrüstung. Wir brauchen eben ein Langschwert. Ja. Techniken wieder. So, wir haben jetzt bekommen. Da hier Todesblütentanz. Langschwert, Todesblütentanz, Ziel 1, Waffe, SP 1000, SP Waffenschaden, ignoriert Attributresistenz des Gegners, Schaden bei Aura 52 mehr, 30 Sekunden, Schadensfaktor 300%, 6 Treffer, zusätzlich schwanken, okay, Wirkungsdauer 5 Sekunden, ignoriert Attributresistenz des Gegners, also, okay, das ist echt nicht verkehrt, die Technik, ne, ich meine, hier hatte ich 600 auf 3
Ey, die Langschwerttechniken sind alle schon ziemlich stark, ne? Verursacht im Nahkampfketten 175% mehr Schaden. Also ich weiß schon, warum ich Langschwert gespielt hatte, ja? Also auf Langschwert gibt es auf jeden Fall sehr mächtige Techniken. Aber ich spiele aktuell ja halt das Proton, also die Protonklinge. Die finde ich auch eigentlich ziemlich nice. Ich muss mal gucken, wer eigentlich noch eine Protonklinge hätte. Um herauszufinden, ob ich da nicht noch ein paar Protonentechniken lernen kann. Weil man meistens lernt man von den Leuten Techniken, dessen Waffen die auch haben. Und ich bin jetzt gerade überhaupt nicht im Klaren, wer eigentlich noch eine Protonklinge trägt. Das überlege ich gerade mal. Nagi ist das hier ein Gwyn? Gwyn spielt, ich weiß gar nicht, was Gwyn spielt. Lau auch nicht, der spielt Speer. Madison spielt natürlich auch Speer. Irina. Lin, Duck. Duck! Duck! Genau, Duck spielte Protonklinge. Aber ich glaube, ich habe von Duck keine Harmonie-Quest. Naja. Was spielte Elden? Was? Ah, bei El weiß ich auch nicht mehr. Gut, aber das war die Quest von Nagi, der gesagt hat, dass er nicht dabei gewesen wäre und einfach nur heftig abging in der Filmsequenz. Ich weiß nicht, was mit dir los war. War schon krass. Gut, Leute, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Part wieder ein. Da muss ich mal gucken, was wir als nächstes machen. Also bis dahin und ciao. Eine Kreatur dürfen dann beim Gegner etwas Gleiches zerstören. Ich denke mal, das ist für Flammen oder für Titanics, um dann die Karte loszuwerden.